Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Wer in den vergangenen Tagen durch die Innenstadt spaziert ist, dem wird die bunte Deko über den Köpfen sicher ins Auge gefallen sein. Dahinter steckt eine Idee der City-Managerin Katrin Lübcke. Bunte Blumengirlanden und große Blumenbälle sowie kunterbunte Regenschirme schmücken seit der letzten Woche wieder die Innenstadt. Bereits im vergangenen Jahr hatte City-Managerin Katrin Lübcke die Dekoration erstmals in der Innenstadt anbringen lassen. Nun möchte sie dies zu einer schönen Tradition werden lassen. Die strahlenden Schirme hängen in den jeweiligen Straßen, die in die Innenstadt reinführen. In der Glewinerstraße, Mühlenstraße, Domstraße und in der Hageböcker Straße sind sie zu finden. Für diese Saison wurde auch die Aufhängung noch einmal überdacht und verbessert, damit die Schirme dem Wind besser standhalten können. Die bunten Blumengirlanden und Bälle schmücken den Bereich des Marktes und Pferdemarktes. In einem früheren Urlaub hat Katrin Lübcke mal eine ähnliche Dekoration gesehen und wollte dies auch in Güstrow umsetzen und den Leuten damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Dekoration wird bis in den Herbst hinein hängen bleiben und hoffentlich sowohl Bewohner als auch Gäste der Stadt erfreuen. Am 27. Mai wird erstmals ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs vom DRK in Güstrow angeboten. Dieses Kursformat richtet sich an alle, die ihre Freizeit in der Natur mit Wandern, Jagen oder Sport verbringen, aber auch an Firmen, die ihre Arbeit vorrangig in der Natur ausführen. Von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr können sich Interessierte von einem erfahrenen Kursleiter schulen lassen. Interessierte können sich direkt auf der Homepage des DRK Güstrow unter www.drk-guestro.de/Kurse für den Kurs anmelden und weitere Informationen erhalten. Endlich fertig! Der Gastronomiebereich in der Oase ist seit der letzten Woche fertiggestellt und wird am 12. Mai offiziell in den Betrieb genommen. Wir haben uns im Vorfeld schon einmal umgesehen. Mit einer Pressekonferenz wurde der neu eingerichtete Gastronomiebereich in der Güstrower Oase feierlich eingeweiht. 48 Plätze gibt es in dem Selbstbedienungsbereich, der an die Therme angeschlossen ist. Eine Woche lang läuft der Test und dann soll es richtig losgehen. Holger Schneider als Geschäftsführer der Oase zeigt sich zufrieden, auch wenn er mit dem Team lange auf den Tag warten musste. Ja gut, war schon sehr anstrengend, aber wir freuen uns jetzt riesig, dass wir die Kinderaugen, die immer leuchten, wenn sie an den Rutschen stehen, jetzt auch weiter verfolgen können, wenn sie hier sich Pommes holen. Nein, wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch den gastronomischen Bereich eröffnen können. Ein weiterer Gastronomiebereich wurde an die Saunalandschaft angebaut. Hier sind 24 Plätze vorgesehen. Gäste der Sauna können Speisen bestellen und diese dann in Ruhe in diesem Raum genießen. 30 weitere Plätze gibt es im Snackbereich. Chefkoch René Stegemann ist gemeinsam mit Serviceleiterin Katrin Bentin in diesem Bereich aktiv. Eine Woche lang ist Testlauf. Ab Freitag, dem 12. Mai, startet der Gastronomiebereich richtig. Dann wird die Oase ihre Preise etwas erhöhen. Das ist notwendig, wie Holger Schneider betont. Es ist ganz klar, dass wir natürlich auch von den Energiepreisen absolut überschossen wurden. Und wir haben auf der letzten Aufsichtsratssitzung bzw. auch im Gesellschafterkreis nochmal darüber gesprochen und haben uns entschieden, die Preise moderat zu erhöhen. Und ich würde jedem empfehlen, auch so eine Geldwertkarte zu kaufen, dann sind dann nochmal Prozente drauf und dann ist man fast wieder bei den alten Preisen. Also grundsätzlich, wir müssen es. Wir haben enorme Preise, gerade im Strombereich oder in der Wärme. Und das müssen wir halt ausgleichen. Deshalb haben wir uns entschlossen, das nochmal zu erhöhen. Es wird auch betont, dass die Wassertemperatur seit Februar gehalten wird. Sie sei nicht abgesenkt worden. Um die Stromkosten zu minimieren, überlegt die Geschäftsführung außerdem, auf dem Außengelände vielleicht Photovoltaikanlagen zu installieren. Die Öffnungszeiten bleiben vorerst wie bisher, von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Wichtig ist, dass in den Ferien und an Feiertagen länger geöffnet ist. Am Wochenende, Samstag, Sonntag, alle Feiertage und auch in den Ferien ist immer auf von 10 Uhr bis 21 Uhr. Seit Juli 2020 wurde die Oase grundlegend saniert. Vor allem in die Technik ist viel Geld geflossen. Doch das hat sich gelohnt, ist auch Bürgermeister Arne Schuld überzeugt. Etwa 11,5 Millionen Euro hat der gesamte Bau gekostet.
Mit der Eröffnung des neuen Gastronomiebereiches wurde der vorerst letzte Meilenstein für den erholsamen Aufenthalt und Badespaß geschafft. Der Außenbereich soll natürlich auch noch attraktiv gestaltet werden. Die Planungen dafür laufen. Mit Stolz kann die Balerstadt verkünden, dass die Auszeichnung von Transfer e.V. als Fairtrade-Stadt in diesem Jahr erneuert wurde. Die Bemühungen verschiedener Einzelhändler, Gastronomen, Vereine, der freien Schule, der Kirche und auch der Stadt selber, nachhaltige Produkte zu verwenden und zu verkaufen und sich für faire Bedingungen im Handel stark zu machen, haben sich ausgezahlt. Vom 5. Juni bis zum 10. Juli wird eine Ausstellung in der Bibliothek stattfinden, bei der ein Maskottchen für die Güstrower Nachhaltigkeit gekürt werden soll. Es handelt sich um eine Herde kleiner Stiere, angefertigt von Kindern aus dem Kinderjugendkunsthaus. Einer dieser Stiere soll dann zukünftig jene Orte und Unternehmen in Güstrow auszeichnen, die besonders nachhaltig agieren und mit einem guten Beispiel vorangehen. Der Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog aus Steinhagen ist weit über die Grenzen des Landkreises bekannt. Erst kürzlich konnten sich zwei Azubis des Hofes beim Bundeswettbewerb im Melken beweisen. Im Anschluss an diesen Beitrag folgen unsere Kulturnews. Ja, herzlich willkommen auf dem Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog in Steinhagen. Wir befinden uns auf dem Hof, der professionelle Milchproduktion betreibt. Wir haben hier 1600 Kühe. Auf dem Nachbarstandort in Rhön haben wir noch mal 1300 Jungrinder. Wir bewirtschaften neben den Milchkühen bewirtschaften wir unter anderem den Ackerbau. Das ist die Grundlage für die Futterproduktion für diese Tiere, die wir haben. Machen zusätzlich noch Biogasanlage, erzeugen also Strom und haben Waldwirtschaft. Erfolgsgarant für diesen Betrieb sind die jungen Leute, die wir hier ausbilden. Wir haben neben den 60 Fachkräften, die wir hier beschäftigen, haben wir 7 Azubis und 2 davon möchte ich jetzt gerne vorstellen. Die waren kürzlich sehr erfolgreich, haben uns vertreten beim Bundeswettbewerb, waren dort die Sieger, da sind wir sehr stolz drauf und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und da haben wir sie schon. Wir gehen jetzt gleich zum Melken und dann werden sie vorführen, was sie beim Wettbewerb gemacht haben. Das ist Ingrid und Ansgar. Ja. Ach, schön. Gut, jetzt gehen wir zum Melken. Ja, also ich bin Ansgar Gemballer, bin 19 Jahre alt, komme vom oder mache meine Ausbildung auf dem Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog KG und bin jetzt im 2. Lehrjahr. Und ich bin Ingrid Vogt, bin im 3. Lehrjahr, bin 18 Jahre jung und lerne hier auf demselben Betrieb, Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog. Wir wurden erst zum Landesmelken angemeldet, also Landesmelken Mecklenburg-Vorpommern, und haben dann da mitgemacht. Ingrid hat dann den ersten Platz belegt und ich den zweiten Platz. Und die ersten beiden Plätze qualifizieren sich dann immer fürs Bundesmelken. So ist das gemacht. Und ja, dementsprechend sind wir dann beide zum Bundesmelken gefahren, was natürlich sehr schön war, weil wir ja vom gleichen Betrieb kamen. Und wir kannten uns ja schon und das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann schon mal so eine bekannte Person hat, sag ich mal. Und ja, dann war das Bundesmelken, wo wir dann ebenfalls wieder jeweils die ersten Plätze belegten, da es zwei verschiedene Kategorien gab. Einmal die Kategorie Melkkarussell, wo Ingrid dann gemolken hat und ich habe im Melkstand, im Kombi-Melkstand gemolken. Da haben wir beide den ersten Platz gemacht. Und insgesamt, in der Gesamtwertung, hat Ingrid dann den ersten und ich den zweiten gemacht. Also im Wettkampf ist es nachher so, da muss man einmal melken. Das ist die Hauptaufgabe in dem Sinne. Ich musste jetzt 16 Tiere beim Bundesentscheid melken im Karussell. Das heißt 16 Stück am Stück. Das einmal Ansprechen der Kuh, dann vormelken, abwischen, also reinigen, das Melkgeschirr ansetzen, sowie auch das Melkgeschirr wieder abnehmen und kontrollieren, ob sie leer ist, und auch dippen. Das ist so ein bisschen so zur Pflege. Und das natürlich alles auf Zeit. Ne? Der Schnellere und der das am gründlichsten macht, der gewinnt. Und genau, das war eine Aufgabe. Dann gab es noch einen Theorieteil. Da gab es 40 Fragen, die man beantworten musste. Und im Landesentscheid war das so, da gab es 20 Fragen. So, wir hatten ja nur 40. Im Landesentscheid ist das noch nicht so anspruchsvoll. Und beim Bundesentscheid muss man da so ein bisschen mehr nachdenken und mehr wissen. Und genau, den Theorieteil. Und als dritte Komponente kommt dann noch der Milchzelttest. Das ist einmal, da muss man gucken, wie gesund die Milch ist. Eine Karussellumdrehung, die dauert ungefähr 7-8 Minuten und dementsprechend lange steht dann auf die Kuh drauf und wird gemolken. Das hat was mit Östrogen zu tun. Das ist das Hormon, das dafür sorgt, dass die Milch im Prinzip einschießt.
und gemolken werden kann. Und das hat nur eine gewisse Wirkzeit, also um die 6-7 Minuten. Und ja, dem geschuldet ist es im Prinzip, dass eine Karussellumdrehung auch so lange dauert. Wir haben das große Glück, dass wir erstmal einen sehr engagierte Vorarbeiter und einen Ausbilder haben, die uns da kräftig unterstützt haben. Und zusätzlich haben wir dann noch mit Steffen Schild von der Ceravis AG, der auch ehemalige Betriebsleiter ist, dem haben wir dann auch, sind wir zu anderen Betrieben gefahren und haben da dann im Prinzip noch gemolken, da wir beim Leistungsmelken eine andere Melktechnik hatten als hier bei uns zu Hause. Und das ist dann doch noch mal anders, auch wenn man es nicht glauben mag, aber das ist doch, sind andere Handgriffe und die müssen nur mal sitzen und deswegen sind wir dann noch zu anderen Betrieben gefahren und für die Theorie, also den theoretischen Test, haben wir wohnen hier beide auf dem Betrieb. Das bietet der Betrieb uns an, was natürlich auch purer Luxus ist sozusagen. Und ja, wir haben dann immer uns auch zusammengesetzt abends und haben zusammen gelernt ab und zu. Also das ist schon, und das nicht nur 2-3 ja. Tage vorher. Ja. Ne? Also wir haben schon 2 Wochen vorher angefangen zu lernen, sowie auch mit dem Üben. Wir, immer wenn wir auf dem Betrieb waren, haben wir jeden Tag geübt. Ja. Das macht man nicht mal so nebenbei, diesen Bundesentscheid. Also da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten. Das ist schon echt anspruchsvoll gewesen und ja, dementsprechend haben wir uns vorbereitet. Und dementsprechend sind wir? Ja. Ne? Erster Platz geworden in unseren jeweiligen Kategorien. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Die Zirkusfamilie Malmström lädt am 13. Mai zu einem Tag der offenen Tür ein und gibt interessante Einblicke in ihre fast 300-jährige Artisten- und Zirkusgeschichte. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr öffnen sie die Türen zum Malmström-Museum zu den Wiesen 17 in Güstrow. Ab dem 13. Mai, 11 Uhr, ist in der Städtischen Galerie Wollhalle die Ausstellung Fügungen des Bildhauers und Malers Henning Spitzer zu sehen. Er präsentiert seine aktuellen plastischen Werke. Dazu gehören Flachreliefs, von Modellen geschaffene Figuren in Ton und Steinguss, sowie Figuren aus Gips, die über mehrere Jahre hinweg immer wieder einen Bearbeitungsprozess erfahren haben. Zum 9. Mal fand am vergangenen Wochenende das Frühlings- und Brunnenfest in der Güstrower Innenstadt statt. Pünktlich zum Brunnenfest in der Güstrower Innenstadt waren die Straßen wieder mit Schirmen und Blumen bunt geschmückt. Da es auch das Wetter gut meinte, strahlte die Innenstadt mit den großen und kleinen Besuchern um die Wette. Vor allem für die Kinder wurde mit Angeboten gut gesorgt. Sie konnten sich schminken lassen, Karussell fahren oder Lose ziehen. Beim Stand des Tierschutzvereines gab es die Möglichkeit, ein Glücksrad zu drehen. Die Vorsitzende Carmen Lahl betreute außerdem den kleinen Flohmarkt. Wir machen immer, wenn wir beim Brunnenfest sind, eine Art kleinen Flohmarkt, der sehr gut läuft. Und was natürlich super läuft, ist bei uns das Glücksrad. Viele kleine Spenden, die wir haben, die hier durch Güstrower kleinen Unternehmen uns dann zur Verfügung gestellt werden. Oder auch einige Mitglieder, die so handwerklich was drauf haben und sowas alles. Ne? Und das läuft super und so holen wir uns immer noch ein bisschen Geld rein, seit für ein paar Dosen Futter. Natürlich war der Borwin-Brunnen am Sonntag bunt geschmückt, denn um ihn geht es ja bei diesem Fest. Hier präsentierten sich verschiedene Tanzgruppen, unter anderem die des Güstrower Karnevalsclubs. Vom Pferdemarkt über den Markt bis hin zur Glewiner Straße herrschte buntes Treiben. Auch zauberhafte Wesen, wie beispielsweise eine Blütenfee, konnten den Besuchern begegnen.
Für Bernd Sternhagen, den Geschäftsführer der Güstrocard, ist es selbstverständlich, sich beim Brunnenfest zu präsentieren. Wir machen ja in Kooperation mit den Stadtwerken diese Stände jetzt gemeinsam und nutzen die Chance, dann auch Leuten die Güstrocard, ne, wer noch keine hat, näher zu bringen oder wer jetzt eine tauschen muss, einmal zu tauschen. Und dann gucken, wenn jetzt auch Verantwortliche von den Betrieben da sind oder auch mit Leuten spreche ich dann auch, diese Sachbezugsgutscheine, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe letztes Jahr über 100 Sachbezugsgutscheine an den Mann gebracht. Und das heißt, dann 100 mal 50 Euro sind 5.000 Euro im Monat, ne, die dann hier bleiben. Das ist Geld, was die Leute dann hier auch ausgeben, was sie von unseren Unternehmen 1:1 auf die Güstrocard kriegen. Der Unternehmer zahlt keine Abgabe, also keine Steuer- und Sozialabgaben, er zahlt nur eine Bearbeitungsgebühr. Und die Leute haben 1:1 diese 50 Euro auf ihrer Karte. Und es ist auch die Möglichkeit dann, einmal im Jahr zum Geburtstag oder zu anderen Feierlichkeiten den Leuten nochmal 60 Euro zu geben. Und das ist mir wichtig, weil das ist Geld, was hier wieder unsere Händler unterstützt. Mit dem Brunnenfest wird sozusagen ein Startsignal für die Frühling-Sommersaison in der Innenstadt gegeben. Organisiert wird es von der Arbeitsgruppe Einzelhandel-Dienstleistungen des Gewerbevereins Güstrow in Zusammenarbeit mit der Balachstadt. Und wenn der Frühling so bleibt wie am Sonntag, dann kann es eine gute Saison werden. Am Sonntag, den 14. Mai, wird die Sonderausstellung Naturform von Angelika Arendt und Ursula Böhmer in den Ernst-Barlach-Museen am Heidberg eröffnet. Die Künstlerinnen präsentieren die Vielfalt von Texturen und Formen der Natur. Ab 14 Uhr wird zur Vernissage eingeladen. Ebenfalls am Sonntag präsentieren die jungen Musizierenden der Kreismusikschule ein buntes Frühlingskonzert in der Gertrudenkapelle in Güstrow. Ab 18 Uhr spielen sie von klassischer bis hin zu moderner Musik ein abwechslungsreiches Programm. Karten gibt es im Vorverkauf oder direkt an der Abendkasse. Unter dem Motto »Wenn du glücklich bist«, musizieren und tanzen Kinder des Bützower Standortes der Kreismusikschule am Sonntag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Das Konzert findet in der reformierten Kirche Ellernbruch 8 bis 10 in Bützow statt. Willkommen beim Sport. Im Bereich Familienbildung hält die Rotkreuzakademie des DRK-Kreisverbandes Güstrow e.V. ein neues Angebot für Familien vor. Das Eltern-Kind-Turnen richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren. Motorische und koordinative Fähigkeiten werden hier in der Gruppe trainiert und durch das Einbeziehen eines Elternteils soll auch die Bindung gestärkt werden. Der Kurs erstreckt sich über 10 Wochen und findet erstmals am Donnerstag, den 11. Mai, von 16 bis 17 Uhr in der DRK-Sporthalle im Güstrower Tolstoiweg statt. Am Wochenende konnte auf dem Inselsee endlich die erste Segelregatta stattfinden. Nach den Absagen des Ansegelns und des Frühjahrscups trafen sich 14 Segler zur Eröffnung am Flaggenmast des Wassersportvereins Güstrow 1928 e.V. Bei wenig Wind, aber niedrigen Temperaturen konnten 3 Wettfahrten am Sonnabend durchgeführt werden. Die teilnehmerstärkste Bootklasse war der Optimist. Hier setzte sich Franz Theodor Stieblich vom WVG durch und gewann vor seinem Vereinskameraden Piet Henning Spitzer. Der erste Renntag der Speedway-Bundesliga liegt bereits hinter den Toros vom MC Güstrow. Sie waren auswärts zu Gast beim mehrfachen deutschen Mannschaftsmeister, dem MSC Brokstadt, und mussten eine dicke Niederlage kassieren. Am Freitag, den 12. Mai, geht es ab 20 Uhr vor heimischem Publikum in die Rückrunde gegen die Wikinger. Die Toros hoffen auf volle Ränge und reichlich Unterstützung aus dem Publikum. Die Herren des TSV Bützow Abteilung Fußball müssen am Samstag, den 13. Mai, auswärts gegen das Team des SV Siedenbollentin antreten. Anpfiff ist um 14 Uhr. Einen Tag später, am 14. Mai, muss die erste Männer des GSC 09 Abteilung Fußball ebenfalls auswärts ihr Können zeigen. Sie sind zu Gast beim FC Schönberg, bei ihnen ist Anstoß ebenfalls um 14 Uhr. Hallo, mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich aus der tollsten und größten Holzschutzfarbabteilung der Region,
Das ist nicht übertrieben, wenn ihr euch umschaut, werdet ihr das sehen. Getreu dem Motto, ihr habt das Holz und wir den Schutz, bieten wir euch Holzschutz rundum an. Von der Grundierung über die Versiegelung, über die Endbehandlung, über die Reinigung und das Werkzeug, Schleifmittel, Pinsel und so weiter und so fort. Bei uns findet ihr Marken wie Remmers Holzschutz, wir führen Osmo Holzschutz, wir führen natürlich auch das tolle Öl von Bondex und bei uns findet ihr auch eine große Bandbreite an unserer Eigenmarke Renovo, die übrigens auch von einem namhaften deutschen Hersteller produziert wird. Viel Spaß, viel Freude. Ihr wisst, wenn es warm wird, ruft das Holz nach Farbe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Wetter. Den ganzen Tag schien heute die Sonne bei blauem Himmel und Werten von 8 bis maximal 19 Grad. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefstemperaturen von 9 Grad. Am Mittwoch ist es vormittags und auch am Nachmittag locker bewölkt bei Werten zwischen 9 und maximal 21 Grad. Am Abend ziehen Wolkenfelder durch bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Tiefstwerten von 10 Grad. Am Donnerstag bilden sich von morgens bis in den Nachmittag herein einzelne Wolken bei Temperaturen zwischen 11 und maximal 22 Grad. Abends ist es bewölkt und die Temperatur liegt zwischen 17 und 20 Grad. Nachts bilden sich leichte Wolken bei einer Temperatur von 11 Grad. Wir wünschen jetzt viel Spaß mit unserem weiteren Programm und bis zum nächsten Mal. Betriebsklima ist bei uns das A und O. Wir sind sehr daran bestrebt, sage ich mal, dass alle Mitarbeiter sich untereinander top verstehen, auch zu den Abteilungsleitern ein gutes Verhältnis besteht. Und wir sind halt immer auch dran, jeden Mitarbeiter bestmöglich ausbilden zu können. Auch in der Zukunft, wie ihm jede Art der Ausbildung auch ermöglichen, selbst wenn er selber Wünsche hat für eine Ausbildung, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht in seinem Bereich fallen sollten.